ihr mich alle? Macht mal bitte kurz so, dass ich das weiß. Oh, wie habe ich mich gefreut, jetzt diesen Satz zu sagen. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Megacube, der wahrscheinlich geilste Kanal der Welt. Und der ist powered by Megamarché. Also, ich habe mich heute mal ein bisschen schick gemacht heute. Und ich freue mich, dass ihr heute alle dabei seid. Wirklich. Danke, dass ihr die Zeit genommen habt, hier in unser Event zu kommen. Hier gibt es ja die News, die Updates, die Facts und auch natürlich solche Events wie heute, was wir ja schon im Februar hatten. Und ich freue mich, dass ihr heute alle dabei seid. Ich bin die Jin und ich grüße jetzt erstmal alle. Hallöchen! Wir haben ja dieses Format erstellt, dass wir euch ja ein bisschen näher zu Megamarché ziehen können, dass ihr ein bisschen mehr von uns erfahren könnt. Ich muss auch heute wieder meinen Dank aussprechen, dass ich das hosten darf. Ich fühle mich super geehrt. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei dem Team Megamarché und ich bedanke mich auch für die zahlreichen Nachrichten von nach unserem letzten Event. Sind so viele E-Mails gekommen, Chat-Nachrichten und so weiter. Und wir wurden gelobt, es wurde uns gratuliert und wir haben auch wirklich tolle neue Partner gewonnen. Wir haben tolle neue Kunden gewonnen. Ich bin super stolz und weiß, dass wir komplett auf dem richtigen Weg sind. Diesen Abend möchte ich nicht alleine gestalten oder ich freue mich natürlich, dass ich heute auch wieder einen Gast habe. Und ich bin da sehr glücklich auch darüber, weil ich habe mich mit diesem Gast im Vorfeld unterhalten, so wie es ging, weil er war sehr, 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 sehr weit weg. Und trotzdem konnten wir gut kommunizieren. Und als ich mit ihm so gesprochen habe und viel über ihn erfahren habe, habe ich mir nur gedacht, Mensch, das ist eine Riesenbereicherung für Megamarché, für unseren Megatube-Channel. Und ich freue mich heute, dass ich ihn gleich begrüßen kann mit euch allen. Ich hatte beim letzten Event gesagt, er ist männlich, charmant, ein Welteroberer. Und heute füge ich noch dazu, er ist ein Krypto-Experte. Und das passt wie die Faust aufs Auge. Meine lieben Leute, wir begrüßen ganz herzlich Harry Bergfröhling. Applaus! Ich mache kurz eine Eingangsmusik. Harry! Hi! Hi! Hi, grüß dich. Hi, wie geht deine Musik. Super, deine Musik dringt jetzt nicht ganz in voller Stärke zu mir durch, aber ich hab's gespürt, was du vermitteln möchtest. Ich sage herzlich willkommen auch an die anderen und auch herzlichen Dank, dass ich da sein darf und dass du mich ausgewählt hast, heute dein Gast sein zu dürfen. Das finde ich richtig toll. Herzlichen Dank. Harry. Erstmal auch danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich glaube nicht mehr, dass du da bist, wo ich dich eigentlich in den letzten Tagen gesehen hast. Du bist wieder zurückgekommen, richtig? Ja, leider. Ich bin nicht mehr im schönen, heißen Land, ne? wo man eine Minute rausgeht und sich sofort den Kopf verbrennt, sondern ich bin im wunderschönen, eiskalten Deutschland. Oh. Sag mal, möchtest du nicht jedem kurz mal erzählen, wo du warst? Komm, wir machen alle mal neidisch jetzt. Auf geht's. Hopp, hopp. Ja, im Vorfeld habe ich mir Gedanken gemacht, wo kann man denn hingehen? Wo kann man denn überhaupt, darf man überhaupt hingehen? Und dann blieb fast nur Sansibar übrig. Ne? Und dann habe ich mich dafür entschieden und das war es auch wirklich wert. Gar nicht mal so schlecht. Ja, da sind wir ja schon irgendwo, versuche ich immer ja so eine. Wir haben ja Fragen, was ist interessant, was wollen die Leute hören an einem Freitagabend, auf kurzer Zeit natürlich. Das Thema, warum ich dich auch als Welteroberer angekündigt habe, auch schon beim letzten Meeting oder Event, es ist ja so, das hat ja einen Grund. Also erzählst du uns kurz mal, also erstmal stell dich doch mal in ganz kurzen Eckdaten vor und erzähl uns doch mal ganz kurz, warum ich dich als Welteroberer betitel. Ja, also Harry, ne, Krypto-Harry, so bin ich bekannt auf Social Media. Ich bin mittlerweile 37 Jahre alt, komme aus dem schönen Nordschwarzwald, wo ich eigentlich auch aufgewachsen bin. Und ja, Welteroberer liegt einfach daran, dass ich von meinem
Opa schon als kleines Kind immer mitgenommen wurde auf weite Reisen. Und das hat sich dann irgendwie auch, das hat mich auch geprägt. Ich war schon in sehr, sehr vielen Ländern auf der Welt und für mich ist das das Schönste und Beste überhaupt im Leben, die ganze Welt erkunden zu dürfen. Und ja, ich habe natürlich noch nicht alles auf der Welt gesehen, das kann man wahrscheinlich auch nie in einem Leben, aber ich bin bestrebt, so viel wie möglich sehen zu dürfen. Sehr gut. Ich habe mir überlegt, ob ich die Frage stelle, wo warst du überall oder wo warst du noch nicht? Ich glaube, einfacher ist es zu fragen, wo warst du denn noch nicht? Ja gut, die Welt ist dann doch ein bisschen größer, als man es manchmal meint. Aber man kann es, wenn man es in Kontinente sagt, war ich tatsächlich noch nicht in Südamerika und noch nicht im pazifischen Raum. Also, lieber Harry, erfolgreicher Mann, erfolgreicher Mensch vor allem. Das ist ja so. Kurz zu deinem Business. Kannst du kurz mal umschreiben, warum du dich Krypto Harry genannt hast? Und vor allem, was treibt dich an und was hat dich so erfolgreich gemacht? Ja, nee, also ich beschäftige mich ja schon mit dem Thema Kryptowährung seit 8 Jahren. Damals hat mich irgendein Bekannter damals so ein bisschen reingebracht, der selber keine Ahnung hat. Und ich habe mich da natürlich intensiv über die Jahre damit beschäftigt, habe so alles erlebt, was man erleben kann, auch sehr viel Negatives leider. Viel Geld verloren, aber auch sehr viel Geld gemacht mittlerweile. Habe dann Social Media für mich entdeckt, Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Und da bin ich als Krypto Harry bekannt, weil ich ja sehr viel Content liefere, was Kryptowährung angeht und weil ich natürlich den Menschen dieses Thema nahebringen will, weil es einfach unsere Zukunft ist. Und je früher man in der Zukunft lebt, desto besser wirkt sich das auf die Zukunft auch aus. Das ist, also so sehe ich das auch. Also ich sage ja immer, also irgendwie Kryptowährung ist ja noch befremdlich für viele. Für mich ist es präsent und es ist natürlich meine Zukunft, auch von meinem Kind die Zukunft. Wie ist denn das, also Kryptowährung und dein Geschäft, wie hat es dich bereichert? Also was konntest du auf einmal mit dieser Welt tun? Ne? Also du hattest ja sicherlich vorher einen Standardjob oder wie auch immer, aber was ist dann passiert, wo du gesagt hast, ich habe mich ausgebildet in der Erfahrung und ich habe Erfahrung gesammelt, ich habe natürlich auch Niederlagen oder Misserfolge gehabt, aber wo ist die Bereicherung und wie konntest du dein Geschäft aufbauen? Also wo ist der Motor auch dazu? Also ja gut, also Höhen und Tiefen gibt es ja in jedem Business. Ne? Es geht ja sowieso gar nicht anders. Wer was Großes aufbauen will, der muss 10-mal die Schnauze fallen, aber er muss halt 11-mal wieder aufstehen. Das ist völlig normal. Ist es auch okay? Kryptowährung, ich bin ja ein bisschen technikaffin. Ne? Ich habe mal Informatik studiert und kenne mich so mit Technologie ein bisschen aus. Ich habe aber gleich gesehen, in dieser Technologie, da steckt ein bisschen mehr dahinter und es bietet mir eine gewisse Freiheit und Unabhängigkeit. Ich habe dann verstanden, dass Kryptowährung einfach unsere Zukunft ist, dass es ein Zahlungsmittel für die Zukunft ist und dass es mir halt von Banken und Regierungen nicht so einfach weggenommen werden kann wie andere Assets. Ne? Und so habe ich mir damit ein Business aufgebaut. Ich habe es anderen Menschen empfohlen, ich habe darüber gesprochen, ich habe getradet, ich habe gekauft und verkauft, habe alles gemacht, was man mit so Krypto-Geschichten machen kann. Und mit dieser Sache, ich brauche ja nichts anderes wie ein Handy oder ein Laptop und Internet und kann somit auf der ganzen Welt arbeiten. Das ist Freiheit und das ist Unabhängigkeit. Und wenn mein persönliches Ziel doch ist, irgendwann mal auszuwandern und die ganze Welt zu sehen so als Reisender, dann ist das eigentlich die beste Geschichte, die mir passieren konnte. Ja, also der Grund ist ja auch, meine Gäste, die ich ja hier in Megatube einlade, haben natürlich auch einen Bezug zu Megamaché. Ist ja Logo. Logo. Also, da ist natürlich die Frage, also du bist ja ein Freund, Partner auch von Megamaché. Jetzt pass auf, jetzt will ich dir die Brücke schlagen zu unserem Unternehmen, zu unserer Company. Ich möchte gerne, dass du mal von dir aus erzählst, wie du Megamaché siehst. Im Grunde erstmal, was dir daran gefällt, warum du auch schon frühzeitig Partner geworden bist.
und oder Geschäftsfreund, ich weiß nicht, wie man das so nennen kann. Kannst du unseren Gästen, also unseren Zuschauern und Zuhörern mal erklären, was Megamaché, wie du darauf gestoßen bist, sag ich mal. Also es läuft ja nicht über den Weg einfach so. Und was dich daran fasziniert. Also gut, wie bin ich zu Megamaché gekommen? Das ist ja eigentlich klar über das Business mit PLC und so ein bisschen die Zusammenarbeit und die Menschen, die dahinter stehen, habe ich die natürlich kennengelernt, habe Megamaché kennengelernt und ich fand sofort die Idee sehr spannend, weil wir sind doch alle jetzt online unterwegs. Wir kaufen bei Amazon, wir kaufen bei eBay und das schon seit 20 Jahren fast schon. Ich habe mich gerade mal geschaut, ich bin seit im Jahre 2000 bei Amazon angemeldet, also schon seit 22 okay. Jahren. So lange kaufe ich da schon ein, das machen die meisten von uns. Und aber wenn man mal schaut, so Rewe oder Edeka oder die ganzen Supermarktketten online, das ist ja jetzt nicht so einfach, da sich online da so Pakete zu bestellen oder Supermarkteinkäufe zu machen. Das ist zwar irgendwo schon irgendwie möglich, aber so, dass es eine richtige Seite gibt, wo du Supermarktprodukte online kaufen kannst, die du es nach überall in Deutschland hinschicken kannst, das gab es so noch nicht. Ich weiß aber, dass es in USA und in China, in Asien sehr, sehr verbreitet ist, aber bei uns noch nicht wirklich. Und ich fand diese Idee so richtig toll, dass die das jetzt groß auffahren wollen in Deutschland, im deutschsprachigen Raum und vielleicht dann auch in Europa, weil es einfach die Zukunft ist und weil wenig Konkurrenz da ist. Und vor allem hat mir natürlich gefallen die Zusammenarbeit und das Zusammenwirken mit Kryptowährung, weil das ist ja ohnehin unsere Zukunft, ohnehin unsere die Währung und die Währungen, mit denen wir in Zukunft zahlen möchten. Und dass die das gleich integrieren, das ist natürlich schon sehr innovativ. Und deswegen war mir gleich klar, derzeit fast konkurrenzlos. Und wenn die ihr Ding richtig durchziehen, dann wird das was richtig Großes. Es wird was richtig mega Großes. Das muss natürlich, ich jetzt noch genau mal. Das. Also ich beschäftige mich den ganzen Tag mit dem Namen Mega. Ich laufe so durch die Straßen. Ich bin Veganerin. Also ich habe mich noch nie im Leben so identifizieren können mit dieser Firma, mit diesem Unternehmen. Team Megamaché rödelt im Hintergrund, die Maschinen laufen, also ich bin super stolz. Gute Kommunikation, gutes Teamgefüge, also da ist eine große Liebe auch von mir jetzt entstanden. Bin seit 6 Monaten dabei, zählt schon, oh, heute bin ich 6 Monate dabei. Das ist so was Schönes und ich habe ja diesen Megatube ja gestaltet, um anders den Menschen oder auch die vielleicht Freunde, Partner und auch Investoren sein möchten oder Vertriebspartner sein möchten, dass die irgendwie verstehen, wer steckt denn dahinter, wer ist denn dabei. Und deswegen gibt es Megatube. Naja, Harry, ja. Wir haben ja noch ein paar Themen gehabt im Vorfeld. Da ist zum Beispiel auch noch Kryptowelt, ne? Da bewegt sich ja Megamaché, Realwirtschaft bewegt sich auch Megamaché, das heißt, wo siehst du denn die Zukunft? Also ich habe jetzt ein 5-jähriges Kind, für den wird es wahrscheinlich tatsächlich normal sein. Für viele ist jetzt also eine Zahnpasta, Laufschuhe, was haben wir noch? Einen normalen Olivenöl und einen Einkauf von mit Kryptowährungen zu bezahlen. Wo siehst du das? Also mach mal eine Prognose. Na gut, man muss ja sehen, dass das Geld, was wir jetzt gerade so haben, ja keine Zukunft hat. Ne? Die Banken und die Welt ändert ja komplett das Zahlungssystem, das Finanzsystem. Und viele, viele Staaten in der Welt haben ja schon einige Kryptowährungen, Anführungszeichen, digitale Euros, Yuan, Dollar und so weiter im Laufen. Das wird auch demnächst kommen. Und wir werden in Zukunft alle mit dieser digitalen Welt leben. Für die Menschen an sich wird sich vielleicht gar nicht so offiziell viel ändern, weil wir ja heute auch alles über Online-Banking machen. Das ist ja grundgenommen auch irgendwo digital. Es ist zwar nicht vergleichbar, aber es ist auch digital. Aber dann ist es auch wieder staatlich. Ne? Dann hast du eine staatliche Währung, die staatlich kontrolliert wird, die 100%ige Transparenz bedeutet. Ob man das will, ist eine andere Frage. Aber es wird alles digitalisiert. Und die ganze Welt wird digitalisiert und natürlich auch das Geld. Und deswegen ist die Kryptowährung einfach unsere Zukunft. Die Kinder, die jetzt da reinwachsen, die kennen ja sowieso alle Zahlen mit
mit dem Smartphone, Push-Tank-Verfahren oder mit Apple Pay oder Google Pay und das, was das alles gibt. Die haben sogar ihre Kreditkarten auf dem Handy drauf, einfach zeigen. Es ist vollkommen normal. Und da ist es ja ein kleiner weiterer Schritt, einfach eine Wallet zu haben und dann mit der Wallet in Zukunft zu bezahlen. Das ist ja fast dasselbe. Es ist zwar dann eine Kryptowährung, eine echte digitale Währung, aber das merkt man ja so nicht. Deswegen wird es einfach allumfassend sein. Sie wachsen jetzt da rein und würden alles andere gar nicht mehr kennen und vielleicht auch gar nicht wollen. Ich denke nicht, dass jemand Bargeld mit sich rumtragen möchte in Zukunft. Weil du nutzt ja sowieso nur dein Smartphone. Vielleicht haben wir irgendwann eine Brille auf mit Chip und einen Chip im Kopf. Wer weiß, was alles kommt. Elon Musk arbeitet ja schon lange daran. Ich muss gucken. Oh Gott, wir haben ja nur noch 10 Minuten, aber wir schaffen das. Harry, wenn Leute, weil ich meine, du bist ja der Krypto-Harry, wenn Leute mit dir zum ersten Mal in Kontakt kommen, was ist denn so die erste Frage oder wo sagst du typisch, dass der das jetzt fragt oder typisch, das ist klar, weil was sind deine Kunden oder wie sagen deine Kunden das? Ich meine, das sind ja dann deine Kunden, die du berätst, die du voranbringst und so. Was ist so das Typische, was die so sagen? Ich habe da schon mal was gehört oder was ist denn das oder so? Ja gut, die meisten können ja mit Kryptowährung insofern nichts anfangen, als dass sie nichts anfassen können. Die allermeisten sagen, ja, das ist für mich nichts Greifbares, ich habe nichts in der Hand. Das ist so, das sagen 99% aller Menschen. Und sie können sich auch nicht vorstellen, dass was Digitales da ist. Ja, ist das überhaupt seriös und sicher? Das sind so die typischen Dinge, die eigentlich nahezu jeder dann sagt und natürlich auch berechtigt fragt, ist ja vollkommen okay, ist ja eine komplett andere Welt wie in den letzten 30, 40, 50 Jahren, wo die Menschen dann vielleicht aufgewachsen sind. Aber da muss man einfach so ein bisschen das Verständnis dann auch vermitteln, damit die Menschen kennen halt nur Geld, Bank und Gold. Ne? Die können mit Gold was anfangen, mit Silber können sie was anfangen, die können mit Geld was anfangen, die können vielleicht auch mit einem Bausparvertrag was anfangen. Auch wenn das natürlich für einen Arsch ist mittlerweile. Aber mit dem Digitalen, das ist noch so neu und natürlich auch für manche so ein bisschen kompliziert, dass sie sagen, ja, nee, das ist nicht so greifbar. Aber wo ist denn eigentlich der Wert hinter Gründe Kryptowährung? Und da muss man natürlich umfassend erzählen, damit die Menschen das Verständnis dafür haben. Und das ist natürlich meine Aufgabe, dass ich den Menschen das Verständnis rüberbringe, wo Wert herkommt, was das eigentlich bedeutet, dass es nicht greifbar ist. Ich meine, vieles in der Welt ist nicht greifbar. Das digitale Geld in der Bank ist auch nicht greifbar. Magnetismus ist nicht greifbar. Trotzdem ist es da. Das muss man einfach ein bisschen in die Realität reinbringen. Und dann verstehen das viele schon. Und wir brauchen uns nichts vorzumachen. Ob man das gut findet oder nicht, ist vollkommen irrelevant. Es kommt, genau. Ja. Also da sind wir dann mit Megamarché. Also Megamarché ist jetzt ein Jahr und zwei Monate alt. Und das Team Megamarché mit Founder Carsten Hanke haben ja einen guten Zeitpunkt erwischt, wo sie gelauncht haben. Carsten! Ich bin sehr stolz, er wollte vorhin kochen. Da habe ich gesagt, das ist keine Kochsendung. Das ist eine Unterhaltungssendung. Ich sehe schon, er steht nicht am Herd. Sehr gut. Also dann hat ja Megamarché, ich habe letztens auch mit Statistiken gearbeitet, unheimlich viel, um mich mehr auch damit zu informieren, wo steht Megamarché auf dem Markt und so. Also das ist ja auch für Marketingzwecke bei mir. Ich muss dazu sagen, also Megatube ist ja auch im Bereich Visualisierung, wir sind da und so weiter. Und ich habe mich immer mit Statistiken beschäftigt und denke, mit dem Launch Dezember 2020 hat Megamarché einen guten Zeitpunkt geschaffen. Du siehst es ja auch, ne, dass die Tendenz nach oben geht, zu sagen, die Leute haben auch durch Covid, sorry, ist halt so, erkannt, wir sind zu Hause, wo kriegen wir unsere Sachen, Dinge des täglichen Bedarfs. Das siehst du genauso, ne? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, ich gucke nochmal nach 2025, wie siehst du es da? Ja gut, also die Corona-Geschichte hat natürlich vieles verändert. Sehr, sehr viele Menschen sind ins Homeoffice gegangen. Viele Business-Leute sind nicht verreist, sondern haben alles über Online-Videokonferenzen gemacht. Man hat mehr online eingekauft. Amazon hat sich gefreut über viel mehr Umsatz als vorher. Und vieles von diesen ganzen Sachen wird auch bestehen bleiben.
nach der Corona-Krise. Und das Online-Bestellen, das wird natürlich das, ja, das wird wahrscheinlich 90-95% der Zukunft darstellen. Und deswegen finde ich ja auch so gut, dass Megamarché das einfach anbietet, dementsprechend den Menschen etwas in die Hand gibt, dass sie in Zukunft auch ihre Sachen, die sie halt tagtäglich brauchen, bringen zu lassen. Vielleicht auch Menschen, die jetzt nicht mehr so stark sind, älter sind, die sich auch einfach hochtragen lassen von demjenigen, der das halt dann bringt, der Lieferdienst. Mhm. Das wird halt einfach, ja, das, unsere Welt geht in diese digitale Welt rein. Stichwort Metaverse, aber das wäre eine ganz andere Geschichte. Aber online wird sich... Hast du Megaverse gesagt? Vielleicht habe ich Megaverse gesagt. Hast vielleicht du Megaverse ja, gesagt? Ja, Megaverse. Vielleicht habe ich das ja gesagt. Das ist ja mein ein Neologismus. Tonqualität, Megaverse. Ja, genau. Ach, warte mal, vielleicht mache ich mein nächstes T-Shirt mal noch ein bisschen anderen Aufdruck drauf. Danke. Ich muss noch was dazu sagen. Also ganz neugierig bin ich ja immer. Welche? Du kennst ja ein bisschen das Sortiment von Megamarché. Du hast auch da schon eingekauft und was fehlt dir? Weil wir haben ja, also für die, die das noch nicht wissen, Onboarding, Subshops, wir erweitern unser Sortiment. Oder ich nicht, aber wir, also nicht ich gesagt, naja, ist ja auch geil. Wir erweitern unser Sortiment, Megamarché erweitert sein Sortiment. Online-Regale werden gefüllt mit coolen, neuen, schönen Produkten. Und Harry, was würdest du denn gerne demnächst bei Megamarché kaufen wollen? Also ich finde ja, Megamarché ist ja erstmal ein Online-Supermarkt, aber in einem Supermarkt, einem großen Supermarkt, so Kaufland oder Metro oder wie die heißen, gibt es ja viele, viele Dinge, auch elektronische Artikel oder zum Beispiel auch Sachen wie Handykarten oder Dienstleistungen oder sonst irgendwas. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Spektrum nahezu unbegrenzt sein könnte bei Megamarché. Also so ein paar elektronische Artikel und so weiter fände ich schon richtig cool, weil ich muss ja dem Jeff Bezos nicht alles in den Hintern stecken. Vor allem kann ich bei Amazon ja auch nicht einfach so mit Bitcoin bezahlen oder mit Ethereum oder mit PSEU und so weiter. Und das kann ich auch bei Megamarché. Und deswegen, warum nicht einfach das Spektrum ins Unendliche erweitern? Ich würde mich sehr, sehr freuen. Also ich habe letztens gehört, interessanterweise hat einer gesagt, ja, seid ihr so ein Kryptowarenhaus? Und ich, ja, Kryptowarenhaus, das trifft's eigentlich. Also, trifft's, ja. Also wir haben ja, wenn man so auch im Team bespricht, es ist ja Non-Food und Food und Supermarkt grenzt schon wieder ein, aber als der Kryptowarenhaus gesagt hat, habe ich gedacht so, ja genau, das sind wir. Genau, wir sind ein Warenhaus, da ist ja alles drin. Apropos Dienstleistung, wenn du ja so ein Weiterbildung, du machst ja wahrscheinlich auch richtige Ausbildung und Workshops oder sowas, würdest du denn deine Dienstleistung mit in unser Regal stellen oder so, dass ich vielleicht über Megamarché mit meinen Krypto-PLC, habe ich momentan unheimlich ein paar so, könnte ich ja bei dir das so kaufen, richtig? Derzeit bin ich ja tatsächlich daran, einen sehr großen Krypto-Kurs zu erstellen, der auch in den Endzügen ist. Und ich würde natürlich auch diesen Kurs gerne auch bei Megamarché anbieten, auch gerne gegen Kryptowährung. Na, da rufe ich doch ganz kurz mal das Team Megamarché an. Nee, und also wirklich, oh, 2 Minuten haben wir noch. Wir haben ja, ich muss noch mal kurz erklären, 30 Minuten, kleiner Schwung ins Wochenende, ein bisschen Input. Heute war es ja, also Harry, Krypto-Experte und Welteroberer. Was hast du für großartige Titel auf deiner Person? Richtig gut. Ja, Abschied. Abschied steht hier. Abschied ist immer schade. Abschied ist schade, aber genau, Leute, ich muss leider jetzt hier, das Format ist so, das hat einen Grund, kurz mit Schwung ins Wochenende einen Menschen kennenlernen, wie heute Harry Bergfrühling. Harry, ich sag mal, danke, dass du heute da warst. Ich fühle mich sehr geehrt, weil ich habe dich unheimlich lieb und schätzen gelernt. Und Dankeschön. Auch du bekommst heute nach Hause geschickt. Juhu, ich bin Diana. Okay, also ich möchte jetzt hier jemand zum Ende kommen. Danke erstmal, ich applaudiere dir.
sagen wir mal alle Tschüss zum Harry. Danke, dass du da warst und uns einen kleinen Mini-Einblick in dein Leben gegeben hast. Unser Krypto-Experte, unser Welteroberer. Sehr gerne. Danke, Harry. Ich danke euch. Danke für die Einladung. War wunderschön. Gerne. So, meine lieben Leute, es geht dem Ende zu. Hey, 19 Uhr, ich bin gut. Wir hatten das letzte Mal voll überzogen. Ich hoffe, dass es euch allen heute Spaß gemacht hat, den Harry kennenzulernen, auch mal ein bisschen mehr noch mal über Megamarché zu erfahren, die Gin kennenzulernen. Wir werden uns genau in 4 Wochen wieder treffen. Tragt es in eure Kalender ein. Ah, genau. Am 11.03., das ist ein Freitag, habe ich einen neuen Gast natürlich. Und ich habe mir aufgeschrieben, wie ich ihn gerne ankündigen möchte. Also, mein nächster Gast am 11.03. um 18.30 Uhr ist der König der Lüfte. Er ist ein Frauenversteher und er kann nur mit einem Arm Tausende von Menschen begeistern. Und derjenige ist am 11.03. um 18.30 Uhr hier beim Megatube. Ich verteile das natürlich. Folgt uns auf Social Media. Ihr könnt gerne alles liken, alles teilen. Also, dann verabschiede ich mich heute. Liebe Leute, ich gehe noch mal ganz kurz durch. Natascha, Carina, wen haben wir noch? Carsten, Andrea, Sabine, Hans, Beate, Oliver, Odilia. Oh Mann, Sonja, oh Gott, das ist so cool. Jürgen, Martina, Berle, was ist das für ein schöner Name? Ach, Björn, Mario. Ich danke euch wirklich, dass ihr heute alle hier wart. Und hier Ulrich. Jetzt weiß ich, wer Ulrich ist. Den kenne ich doch. Schön, dass ihr alle da wart. 11.03. 18.30 Uhr. Ich will nichts vergessen. Es war heute so wichtig, dass Harry heute aus seiner Perspektive das alles erzählt hat. Es war großartig. Es ist mega. Ich wünsche euch allen ein Happy Weekend. In diesem Sinne, eure Gin. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.